Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Battle Royale in Jurassic World Evolution. Und wie ihr seht, haben wir hier eine neue Arena mit ganz vielen Menschen, ganz vielen Läden und zwei Türmen und die Arena natürlich in der Mitte. Und in dieser Arena, da werden heute alle mittleren und großen Fleischfresser antreten gegeneinander, die keine Hybriden sind. Und ich denke, das wird ein richtig spannender Kampf. Ich glaube, es sind insgesamt 12 Stück an der Zahl. Und ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht lange, lassen die frei, losen die euch zu und dann geht's hier los. So, die 12 Kandidaten sind in der Arena gelandet und warten darauf, dass ich den Startschuss hier gebe. Die Leute sind ja auch schon zahlreich im Park und wollen sich das Ganze anschauen, stürmen hier in die Türme und wollen das Ganze beobachten hier. Also der Beobachtungsturm ist auf jeden Fall voll, die Leute sind gespannt. Ich bin ja auch mega gespannt. Und der Gewinner hier, ich habe euch die Dinosaurier natürlich wieder zugelost, der kann hier einen 5 € Amazon-Gutschein gewinnen. Also es geht hier auch um ein bisschen was und ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht lange. Wir machen jetzt hier die Dinosaurier-Kampfhäufigkeit auf Maximum und das Ganze ein. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal wieder, dass ich wahrscheinlich gleich nicht alles filmen kann wieder, weil es wird super, super schwierig bei so vielen Dinosauriern.
Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich würde sagen, wir starten und dann gucken wir mal, dass wir einigermaßen hier alles auf Kamera festhalten können. Ist natürlich jetzt wieder sehr entscheidend, wer hier als erstes gegen wen am Anfang antritt. Je größer der Dinosaurier, desto höhere Chancen hat er, denke ich mal. Also die großen sind meistens auch die mit den guten Werten. Zum Beispiel der Spino hier, der Tyrannosaurus. Und es sieht mir hier fast aus, als wenn der Tyrannosaurus gegen den Spino als erstes antritt. Und im Hintergrund seht ihr auch schon einige Duelle. Es kämpfen gerade fünf Leute oder fünf Dinosaurierpaare gegeneinander. Der T-Rex und der Spino kämpfen jetzt gar nicht gegeneinander, so wie es aussieht. Okay, das war nur angefaked. Dann müssen wir mal auf die anderen Kämpfe hier achten. Der Sucho gegen den Alu hier vorne. Der Alu ist auf jeden Fall schon am Bluten. Boah, das ist ja echt ein Gemetzel hier wieder. Wer wird hier der Erste sein, der ausscheidet? Oh, jetzt kämpfen... Nee, doch, der Acrocanto kämpft jetzt gegen den T-Rex hier hinten. Das ist natürlich auch ein krasses Duell. Und es kämpfen hier gefühlt gerade alle gegeneinander. Das ist echt übel. Aber noch ist keiner zu Boden gegangen hier. Also sieht noch gut aus. Ich hoffe, ich habe hier einigermaßen alle auf Kamera. Oh, da hinten der Carcharodonto und der Metria war das, glaube ich, gehen auseinander. Und noch ist hier keiner down gegangen. Ist aber super spannend. Der T-Rex ist auf jeden Fall schon stark verwundet. 35 Leben nur noch. Und da hinten geht der erste Kandidat down. Das dürfte der Baryonyx gewesen sein, gegen den Giganotto. Boah, der Suchomimus ist auch super stark verwundet hier vorne. 24% Leben nur noch. Für den Metriacanto sieht es hier auch nicht gut aus. Kämpft hier gegen den Spino. Aber schlägt jetzt sich hier nochmal ordentlich. Boah, es ist echt ein Gemetzel hier. Ganz schön krass. Und der Acrocanto und der T-Rex trennen sich. Ungefähr unentschieden sind sie auseinandergegangen hier. Ich glaube, der Metria wird hier gleich down gehen. Das könnte hier auf jeden Fall passieren. Jo, das sieht mir jetzt ganz danach aus, dass hier der Metriacanto, das ist glaube ich Olodriel, hier down geht. Da hinten ist glaube ich noch jemand gekillt worden. So, Olodriel ist leider ausgeschieden. Von Simsim aus dem Battle Royale hier gekickt worden. Oh ne, der ist gar nicht tot, der schläft nur, der Mayunga. Aber der Baryonyx ist ausgeschieden. Der wurde von Fifi, von dem Giganotto, getötet. Nathan, der Master, ist leider auch ausgeschieden. Und je weniger Kandidaten wir haben, desto besseren Überblick haben wir natürlich hier. Der nächste Kampf jetzt hier gegen den, zwischen dem Carcharodontosaurus und dem Suchomimus. Und das sieht hier gar nicht gut aus für den Suchomimus. Der ist hier klar im Nachteil. Soll den falschen Wert da gerade bekommen. Ansonsten kämpft hier gerade keiner, es sind nur die beiden. Könnte gut sein, dass hier jetzt gleich einer ausscheidet von den beiden. Und das sieht mir ganz danach aus. Ja, der Suchomimus wird jetzt hier ausscheiden. Es ist halt echt super schwierig, das alles zu beobachten hier. Bei 12 Dinosauriern. Damit geht der Suchomimus down. Wird vom Carcharodontosaurus zu Boden gebracht. Und der nächste Kampf geht hier auch direkt los. Damit ist... Oh, ich kriege gerade nicht... Marina leider ausgeschieden. Und der Giganotto kämpft jetzt hier gegen den Metriacanto. Ne, Mayunga, Entschuldigung. Beiden verwechsel ich immer. Und geht jetzt hier auch down. Der Giganotto hat jetzt hier den zweiten Kandidaten schon rausgeschmissen. Das war Gameboy 3LP. Du bist leider auch ausgeschieden. Und im Hintergrund sehen wir den Alu gegen den Cerato. Und natürlich hier vorne den Acrocanto gegen den Kano. Der Kano ist noch bei 55. Oh, der Agro hat nur noch 20%. Also der könnte jetzt hier auch rausfliegen. Ja, seht schon, ne? Die größeren bleiben über so ein bisschen. Also die... Alle, die ein bisschen kleiner waren, sind jetzt hier schon rausgefühlt. Da hinten scheidet, glaube ich, auch gerade wer aus. Wenn ich das richtig sehe. Jo, der Alu packt sich dann den Cerato. Aber es könnte jetzt ja auch für den Agro gleich sein. Und der T-Rex kämpft jetzt hier gegen den Spino. Okay, der Agro trennt sich nochmal mit dem Kano. Aber im Hintergrund ist der Rimbo leider ausgeschieden, der Cerato gegen den Alu. Und der Spinosaurus schnappt jetzt zu. T-Rex hat nur noch 22% Leben. Und ich kriege den anderen gerade gar nicht anvisiert hier. Ihr seht das ja schon. Und ich glaube, der Spino kann jetzt hier den Tyrannosaurus aus dem Turnier werfen. Oder aus dem Battle Royale werfen. Ist ja kein Turnier. Ist ja nur ein Kampf. Und da geht auch der T-Rex zu Boden. Also einer der Favoriten hier auf jeden Fall. Der geht jetzt hier auch zu Boden. Das war Melonenfreund, 44. Wurde vom Spinosaurus
besiegt, den Spinosaurus. Und das ist Simsim mit 35% Leben noch. Und jetzt haben wir nur noch 1, 2, 3, 6 Verbleibende. Das heißt, die Hälfte ist jetzt ausgeschieden. Unter anderem der T-Rex, also das hätte ich nicht gedacht. Aber wenn er sich mit dem Spino anlegt, ne, da kann das natürlich schnell mal passieren. Jetzt gerade scheinen die alle eine Pause zu machen. Fressen ein wenig, trinken ein wenig, schlafen ein wenig. Und schreien ein wenig. Die Leute hier sind auch alle so ein bisschen in Panik, habe ich das Gefühl. Die rennen teilweise rum, schreien rum. Ist das etwa zu viel für euch, liebe Leute? Ist das ein zu krasser Kampf? Man weiß es nicht. Ich glaube, ich werde das Ganze trotzdem weiter beobachten, ohne einen Schnitt hier zu setzen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt hier gleich weitergeht. Weil gerade immer noch keiner irgendwie irgendwelche Andeutungen macht. Der Agro kommt hier zu dem Spino und weckt den hier irgendwie gefühlt auf. Schreit ihn ins Ohr. Oh, kommt jetzt hier der nächste Kampf oder fressen die nur? Ne, der nächste Kampf kommt jetzt hier. Oder? Ich glaube. Ne, die machen ganz komische Animationen hier. Ich glaube, die wissen gerade selber nicht, was sie machen wollen. Jetzt schnuppern hier beide. Das ist hier echt mega Gemetzel. Aber jetzt sieht es mir danach aus, als wenn der Alo hier bereitsteht zum Kampf. Also er steht hier auf jeden Fall schon. Oh, jetzt hier im Hintergrund. Der Carcharodonto gegen den Giga. Jetzt geht's hier weiter. Der Carcharodont hat 55, der Giga hat 83. Also beide noch sehr, sehr gut dabei. Im Hintergrund sehen wir den Agro und den Alo. Oh, der Agro gibt ihm hier eine Kopfnuss im Hintergrund. Ich glaube, die sind jetzt beide auch sehr angeschlagen. Ja, wir kriegen es aber gerade ganz gut drauf mit der Kameraperspektive. Oh, der Giga ist jetzt auch stark am Bluten. Der Agro auch im Hintergrund. Also es ist hier wirklich ein knappes Duell. Und die anderen beiden kämpfen jetzt auch da hinten. Und der Agro geht down, so wie es aussieht. Die anderen beiden trennen sich hier. Der Alo bringt hier den Agro zu Boden und damit ist der Agro auch ausgeschieden. Das ist King Kong. Mobile Let's Plays hat ihn rausgekickt. Die anderen beiden haben sich getrennt. Und jetzt kämpfen hier vorne der Spino und der Kano. Und ich glaube, damit ist jetzt der letzte kleinere Dinosaurier ausgeschieden hier. Also den ich eher in die Mittelklasse, ins Mittelgewicht zählen würde. Jetzt sind, glaube ich, nur noch Schwergewichte über. Ja, sieht mir ganz danach aus. Allosaurus, Giganotosaurus, Carcharodontosaurus und Spinosaurus. Also das sind wirklich hier Schwergewichte, die alle gewinnen könnten. Der Spino hat 51%, der Giga hat nur 34%, der Carcharodonto auch nur 34% und der Allo auch nur 42%. Das heißt, der Spinosaurus ist hier auf jeden Fall im Vorteil. So, als nächstes gegeneinander kämpfen hier der Allo und der Giga und im Hintergrund gleichzeitig der Spino und der Carcharodonto, glaube ich, oder? Ne, die schnappen nur nacheinander, die kämpfen noch nicht. Der Giga hat jetzt nur noch 16%, der Allo 50%. Also ganz klarer Vorteil hier beim Allo. Wobei er jetzt auch nur noch 23 hat, das ist jetzt sehr ausgeglichen. Der nächste Treffer könnte jetzt hier entscheiden zwischen den beiden. Das ist jetzt verdammt wichtig. Wer landet hier den nächsten Bissen? Es könnte hier sogar turnierentscheidend sein, weil wenn die beiden da hinten sich jetzt total schwächen, könnte natürlich hier der Sieger aus diesem Duell hier auch als Sieger für das Battle Royale hervorgehen. Und damit ist der Giga draußen. Fifi95 scheidet hier leider aus gegen Mobile Let's Plays. Der hat aber auch nur noch 23% Leben. Aber kann hier den schweren und sehr, sehr großen Giga zu Boden bringen. So, springen wir mal schnell rüber hier zum Spinosaurus und dem Carcharodonto. Die sind beide ungefähr, na, nicht mehr gleich auf. Der Carcharodonto ist jetzt ein bisschen niedriger von der Gesundheit. Also hier könnte jetzt auch jeder Treffer der entscheidende sein. Falls der Spino jetzt hier noch einen Biss landen kann, dann ist der Carcharodonto hier, glaube ich, draußen. Und das tut er. Und ich hatte recht, er ist draußen. Mit 1% sterben sie meistens. Cody Guides, PVZ, du bist leider auch ausgeschieden. Der Spinosaurus, der hier natürlich auch ein ganz klarer Favorit ist, bringt dich jetzt hier zu Boden. Und damit ist SimSim mit 38 Leben hier auch so sozusagen im Finale gegen den Allosaurus mit 30% Leben. Also der Spinosaurus hat hier auf jeden Fall die Nase vorne. Oh, ich glaube, jetzt könnte es hier zur finalen Begegnung kommen zwischen dem Allosaurus und dem Spinosaurus.
Der Spino hat 56, der Alonua 49, also der Spino hat hier noch einen ganz, ganz knappen Vorteil und auch auf jeden Fall einen Gewichts- und Größenvorteil. Aber es wird hier trotzdem, glaube ich, keine leichte Nummer werden für den Spino. Beide könnten hier gewinnen und der Alo schnappt jetzt hier auch direkt zu und hat jetzt echt viel Schaden gemacht. Also der nächste Treffer vom Olle Alo könnte hier den Spino besiegen. Beiden umkreisen sich. Das ist hier echt spannend. Wer wird hier gewinnen? Mobile Let's Plays oder SimSim? Und der Spino schnappt auch zu. Und der macht richtig, richtig viel Schaden. Der Alu hat nur noch 12%. Und jetzt wird hier der nächste Treffer entscheiden. Aber die beiden trennen sich jetzt hier nochmal. Weil die sind jetzt beide wieder sehr geschwächt. Und wir legen hier nochmal eine weitere Pause ein. Es geht jetzt hier weiter, Leute. Wie ihr seht. Und wir springen jetzt mal ganz schnell in die Besuchersicht hier. Wollen hier nichts verpassen. Das wird jetzt eventuell der finale Kampf hier sein. Wir schauen aus dem Turm hier zu. Und der Spinosaurus schlägt hier nochmal zu. Und wir wissen jetzt nicht, wie viel Leben er hat, weil ich kann jetzt nicht mit der Maus darüber gehen. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich denke mal, der Allosaurus ist jetzt sehr, sehr niedrig von der Gesundheit. Weil allzu viel Zeit hatten sie sich gerade nicht gelassen, bis es hier wieder losging. Und ich glaube, wenn der Spino jetzt hier noch einen Treffer landen kann, dann war es das hier für den Allo. Aber vielleicht kann der Allo ja hier nochmal zurückschlagen. Aber das sieht mir hier nicht danach aus. Und ich glaube, damit könnte es hier für den Allosaurus gewesen sein. Und ja, der Spinosaurus packt ihn hier am Kopf und bringt ihn zu Boden und sichert sich somit hier den Sieg von dem Mittel- und Schwergewicht Fleischfresser Battle Royale. Also herzlichen Glückwunsch, lieber Spinosaurus. Du warst, glaube ich, SimSim, ne? Ja, SimSim, herzlichen Glückwunsch. Du hast mit 42% Gesundheit gewonnen. Legst dich jetzt erstmal schlafen. Und Mobile Let's Play, du hast es leider nicht geschafft. SimSim, du hast einen 5€ Amazon-Gutschein gewonnen. Du musst dich nur bei mir im Discord melden. Der Discord-Link ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, jetzt zu guter Letzt lassen wir einfach nochmal den Spino auf die Leute los. Und dann gucken wir mal, was passiert. Die Leute kriegen auf jeden Fall schon Panik. Das ist sowas wie eine kleine Belohnung für den Spino. Und da rennt der Spino los in Richtung Leute. Noch ein bisschen am Schwanken, weil er so mitgenommen ist vom Kampf. Und jetzt beobachten wir ihn hier nochmal, wie er sich gleich einen schönen, kleinen, leckeren Menschen-Snack gönnt. Den hat er sich auf jeden Fall verdient. Aber jetzt gerade scheint er hier noch echt am Struggeln zu sein. Will jetzt hier noch nicht so richtig los. Da hinten steht auf jeden Fall eine richtig schöne Menschenmasse. Und genau auf die läuft er jetzt auch zu und die Menschen kriegen mega Panik. Eieiei. Wer wird hier sein Opfer werden? Im Moment versuchen noch alle zu flüchten und die schaffen es auch relativ gut. Verstecken sich jetzt hier alle hinter dem Bowlinggebäude. Wobei die andere, na, die Meute ist sich noch nicht so ganz sicher, wo sie hinrennen wollen. Na los, SimSim. Du hast doch sicherlich Hunger. Gönn dir einen leckeren Snack. Und jetzt rennt er auf die Menschen los. Jetzt geht's hier, glaube ich. Wow, was war das denn? Geile Animation. Okay, er hat sich einen Snack ausgesucht. Eine Frau mit grünem T-Shirt. Ein bisschen schütteln. Und zack. Guten Appetit. SimSim, hast du dir auf jeden Fall verdient. Herzlichen Glückwunsch hier zu diesem Sieg. Das war wirklich ein sehr, sehr schwerer Kampf, aber du hast es geschafft. Wie gesagt, melde dich bei mir im Discord. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Und wenn ihr beim nächsten Video teilnehmen wollt, wo ihr teilnehmen könnt, dann müsst ihr einmal #BR unten in die Kommentare schreiben. Und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Haut rein. Euer Dandy.